Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet und in den Kaufhäusern ist die Hölle los. Bald ist der Weihnachtsmann da. Deswegen haben wir euch einmal gefragt, ob ihr denn schon in Weihnachtsstimmung seid. Ja, es fängt langsam an. Also ich bin jetzt umgezogen und muss noch ein paar Sachen machen. Und dann, wenn ich aber wieder nach Hause komme, dann denke ich mal schon, dass da langsam immer mehr Weihnachtsstimmung aufkommt. Noch nicht so wirklich. Ziemlich viel Uni-Stress und so weiter. Deshalb hab noch nicht viel von Weihnachten mitbekommen. Auf jeden Fall. Hab am Wochenende schon mein Bäumchen geschmückt und ist alles schon super, alles dekoriert. Ob Oma, Opa, Eltern oder Freunde, jeder freut sich über ein kleines Geschenk unterm Weihnachtsbaum. Da ist es gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir haben euch einmal gefragt, ob ihr eher früh losgeht, um die Geschenke zu holen oder zu den Hardcore-Shoppern zählt, die am 24. das Kaufhaus stürmen. Da habe ich leider auch keinen Gedanken dran verschwendet. Das kommt dann irgendwann noch innerhalb der nächsten Wochen. Das ist irgendwie Feiertag oder so und ich renne nochmal los und hole Geschenke. Also ich habe schon ein Geschenk für meine Freundin, das habe ich sehr früh bekommen. Das ist eine Konzertkarte, weil es schnell ausverkauft war, da habe ich es schnell besorgt, aber sonst so eine Woche davor. Meistens am 23. oder 24., ja. Das ist immer sehr stressig, aber davor hat man umso mehr die entspanntere Zeit. Bei mir ist das Geld zurzeit ziemlich knapp. Vielen wird es ähnlich gehen, vor allem wenn sie ihr BAföG noch nicht bekommen haben. Da ist es doch gut, eine Geschenkidee zu haben für den kleinen Geldbeutel. Da kann ich vielleicht ein Packen Papier, weil man dadurch Origami-Sachen machen kann. Oder was auch richtig witzig ist, wenn hier Bücher ausgelegt werden, die einfach ja, zu mitnehmen sind, die ausgeben als Geschenke. Ich habe einem Kommilitonen ein verfahrenstechnisches Buch geschenkt auf Chinesisch. War hochwitzig, fanden wir alle lustig, aber ist halt ohne Sinn und Verstand. Mein Opa zum Beispiel, dem werde ich ein Bild basteln, weil ich da von einer Freundin was gesehen hatte, die hatte so kleine Kartenausschnitte aus einem Atlas von Orten, wo sie schon mal war, die ihr irgendwie bedeuten und das mache ich dann für meinen Opa. Jeder verbringt die Vorweihnachtszeit anders, das haben wir jetzt gesehen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine stressfreie Vorweihnachtszeit und viele schöne Abende auf dem Weihnachtsmarkt.